Die Mighty Seven sind die Aktien gewesen, die im laufenden Jahr super gut performt haben. Welche dieser sieben Aktien werden voraussichtlich auch im nächsten Jahr Kursraketen sein? Darum geht es in diesem Video, Teil 2. Mein Name ist Thorsten Tiedt und wir fangen jetzt gleich damit an. Alle dieser sieben Aktien sind ja wirklich solide Aktien mit einem soliden Geschäftsmodell, in die man langfristig investieren kann. Und genau darum geht es ja. Aber wenn wir wissen wollen, welche dieser Aktien voraussichtlich auch im nächsten Jahr sehr gut performen werden, dann müssen wir uns vor allem die Bewertung anschauen. Sind die Aktien schon heiß gelaufen oder ist da noch viel Potenzial drin? Um die Mighty Seven zu finden, sortieren wir hier wieder absteigend nach der Marktkapitalisierung. Und im letzten Video haben wir ja Apple, Microsoft und Alphabet bereits analysiert. Falls du diese Videos oder dieses Video nicht gesehen hast, hier oben verlinke ich das. Hier geht es jetzt um Amazon, Nvidia, Meta und Tesla sportliches Programm. An der Stelle noch keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlung. Und hier haben wir die relevanten Spalten bezüglich der Bewertung. Einmal hier die Multiples. KGV auf den bilanzierten Gewinn, KGV auf den bereinigten Gewinn, das Kurs-Cashflow-Verhältnis auf den operativen Cashflow und das Kurs-Umsatz-Verhältnis. Dann haben wir hier Spalten, die schon mal ein guter Indikator sind, ob die Aktie tendenziell über- oder unterbewertet ist. Immer wenn das grün ist und im Minus, dann ist die Aktie unterbewertet. Und wenn wir hier einen positiven Wert haben, dann ist die Aktie tendenziell überbewertet. Immer basierend auf der historischen Bewertung der letzten 10 Jahre. Bei Amazon hier sehen wir, dass wir ein sehr niedriges KUV haben mit unter 3. Das ist deutlich niedriger als bei den anderen Mighty Seven. Nichtsdestotrotz haben wir Kurs-Cashflow-Verhältnis und KGV auf den bereinigten Gewinn irgendwo da, wo auch die anderen sind. Pi mal Daumen. Ja? Das kommt daher zustande, weil bei Amazon die Marge relativ schwach ist. Das heißt, da wird weniger Gewinn erzielt bei einem Dollar Umsatz als bei den anderen, wegen des Onlinehandels, der relativ margenschwach ist. Weil da weniger Gewinn erzielt wird, fällt der Gewinn also niedriger aus und sind im Umkehrschluss dann die Multiples höher. Und das heißt, sehr niedriges KUV, aber ein im Prinzip normales in Anführungszeichen KGV und KCV. Jetzt schauen wir mal an, wie die Aktie gelaufen ist. Amazon hat knapp 80% gewonnen im laufenden Geschäftsjahr. Also schon relativ gut. Einige Aktien haben Mighty Seven noch besser performt. Aber Kursgewinne heißen ja jetzt nicht, weil nur weil wir jetzt hier schöne Kursgewinne bereits erzielt haben, dass der Zug abgefahren ist. Das ist ein Fehler, der häufig gemacht wird. Hätte ich doch da unten gekauft, mittlerweile ist der Zug abgefahren. Es hat noch keine Aussagekraft bezüglich, wie in 2024 die Aktie laufen wird. Wenn wir in den Qualitätscheck reingehen, dann sehen wir hier im Vergleich zu den anderen einen relativ starken Gewinneinbruch, auch Rückgang beim operativen Cashflow. Und wir haben dann hier aber auch schon die Erklärung. Und zwar liegt es daran, dass die operative Marge stark eingebrochen ist von knapp 6 auf ungefähr 2,5%, sich fast halbiert. Erfreulich aber, auf die letzten 4 Quartale bezogen, hat die Marge wieder deutlich angezogen. Liegt sie jetzt schon wieder bei 5% und soll weiter anziehen. Ich denke auch, dass die operative Marge tendenziell nach hinten raus auch anziehen wird, weil das Cloud-Geschäft schneller wächst als das Geschäft mit dem Online-Handel und das ist margenstärker. Wenn wir die Bilanz anschauen, dann ist die schwächer als die Bilanzen der anderen Mighty Seven. Die sind in der Regel schuldenfrei. Hier ist es nicht ganz der Fall. Bei Amazon haben wir sogar eine negative Tilgungskraft, weil wir mal einen negativen freien Cashflow hatten. Kurz nach dem Corona-Boom oder während des Corona-Booms, wo man da viel Geld in die Hand gesteckt hat, um die Lager und so weiter auszubauen. Ich möchte nicht zu arg ins Detail reingehen, weil wir fokussieren uns jetzt in erster Linie auf die Bewertung. Deshalb gehen wir jetzt auch gleich in die Multiples hier rein. Da sieht man, ist mal ganz interessant, dass hier innerhalb der letzten 10 Jahre die Amazon-Aktie immer billiger wurde anhand der Multiples auf dem bereinigten Gewinn. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal hier vergleichen mit Apple, dann sieht man, dass Apple lange Zeit deutlich günstiger bewertet war anhand des KGVs, bereinigter Gewinn, als Apple. Und jetzt seit Anfang dieses Jahres hat sich das umgedreht und ist jetzt Apple teurer anhand des KGVs als Amazon. Und wie man hier sieht, aber soll der Gewinn bei Amazon schneller steigen als bei Apple. So
Also ja, wir haben Apple, wie ich bereits erwähnte, im ersten Videojahr analysiert. Gehen wir jetzt gleich auf den fairen Wert. Und man kann hier, weil der bereinigte Gewinn auch schon seit einigen Jahren existiert, also keine Verluste geschrieben wurden, könnte man anhand des bereinigten Gewinns versuchen, die Aktie zu analysieren. Besser geeignet eigentlich der operative Cashflow tatsächlich und am allerbesten geeignet finde ich sogar jetzt den Umsatz, also das KUV, die Bewertung anhand des KUVs. Nehmen wir den operativen Cashflow, da sehen wir nämlich, dass es in der Vergangenheit relativ gut passt hier. Das heißt, die Kursentwicklung schmiegt sich relativ schön an den berechneten fairen Wert an. Wir sehen aber hier extrem positives Szenario beim operativen Cashflow, was auf extrem exorbitante Kursgewinne schließen lässt. 33% annualisiert Kursgewinn bis 2026. Und wenn ich sowas Optimistisches sehe, da wäre ich oft ein bisschen skeptisch. Deshalb habe ich mal noch geguckt, wie der faire Wert auf den Umsatz aussieht. Und der sieht deutlich konservativer aus, tatsächlich. Und ob man den fairen Wert auf Basis des Umsatzes nehmen kann, hängt immer davon ab, ob das Geschäft margenstabil ist. Nicht, ob die Margen hoch oder niedrig sind, sondern ob das Geschäft stabile Margen hat. Das ist bei Amazon nur eingeschränkter Fall, muss ich jetzt erstmal zugeben. Aber weil wir jetzt bereits wieder auf einer relativ hohen Marge sind bei 5%, das sieht man, dass die 5% sind im oberen Bereich, weil ich davon ausgehe, dass die Margen tendenziell eher steigen als wieder fallen werden, lasse ich das KUV durchgehen für die Bewertung, beziehungsweise halte ich es tatsächlich für geeignet. Und jetzt haben wir hier ein schönes, doch recht konservatives Ergebnis bei der Bewertung. Und da muss ich auch nicht mehr jetzt irgendwie hier rumadjustieren, nach oben oder nach unten, weil die 2,8 KUV sind absolut repräsentativ für mich. Und dann kommen wir hier auf eine jährliche Renditeerwartung von um die 10%. Und das halte ich für absolut realistisch. Das heißt, Amazon haben wir jetzt eine starke Kursentwicklung gehabt hier, weil die Aktie eben auch deutlich unterbewertet war. Aber ich sehe da jetzt auch bei Amazon kein Korrekturpotenzial beispielsweise, weil die Aktie jetzt heiß gelaufen wäre. Amazon ist für mich nicht heiß gelaufen, ist für eine Aktie, wo man tatsächlich mit einem niedrigen zweistelligen Gewinnwachstum als Investor rechnen kann. Ist schon mal nicht verkehrt. Gucken wir mal, was die nächste Aktie macht, Nvidia. Und Nvidia ist ja eine der Aktien, die hier noch mit, also sehr hoch bewertet sind. Gucken wir uns mal das KUV an. 27,6, was im Umkehrschluss wieder heißt, dass wir hier sehr hohe Margen zu erwarten haben. Genau das Gegenteil von Amazon. Wenn wir hier in den fairen Wert reingehen, dann sehen wir, dass die Aktie krass überbewertet zu sein scheint. Auch ganz konträr zu Amazon. Ist ja auch ein komplett anderes Geschäftsmodell. Und wenn wir hier in die Performance angucken, dann sehen wir, dass die Aktie prima gelaufen ist im laufenden Geschäftsjahr. Von daher vermutlich auch die hohe Bewertung. Aber ob sie heiß gelaufen ist, müssen wir uns jetzt mal wieder angucken. Das ist jetzt noch nicht klar deshalb. Also 250% Kursgewinne. Wenn wir jetzt mal kurz in den Qualitätscheck reingehen, dann sehen wir hier unglaubliches Gewinnwachstum. Es hat bereits angefangen und es soll weitergehen. Natürlich ist es getrieben durch den Hype künstlicher Intelligenz, was mehr ist als nur ein Hype, also Umsatztreiber, weil künstliche Intelligenz, die benutzen wir jetzt auch schon beim Aktienfinder beispielsweise und die kann man verschiedenste Stellenbeschreibungen kann man jetzt mit künstlicher Intelligenz pushen. Das ist Wahnsinn. Das ist also mehr als ein Hype. Es ist gekommen, um zu bleiben und unsere Arbeitswelt konkret umzukrempeln. Und dafür wird aber Rechenleistung benötigt, die die Grafikprozessoren von Nvidia bereitstellen für maschinelles Lernen, Natural Language Processing etc. Und wenn wir uns und das Ergebnis sieht man dann hier in der Prognose, aber man sieht, dass es bereits angefangen hat. Und hier sehen wir auch, dass die Margen, operative Marge von 46%, also 10-mal so hoch fast wie von Amazon, das ist aber auch das deutlich höhere KUV. Und wenn wir in die Bilanz reingucken, dann sehen wir hier, die sind bereits schuldenfrei, höhere liquide Mittel als zinstragende Schulden. Und dann gehen wir jetzt in die Bewertung rein. Dann sehen wir hier die Multiples. Was hier interessant ist, wir hatten bereits deutlich höhere Multiples gehabt, beispielsweise hier in 2022. Und wir sind jetzt hier irgendwo
in der Größenordnung von 2020, also unmittelbar nach dem Corona-Crash, als sich die Aktie bereits erholt hatte. Und man könnte jetzt meinen, dass die Aktie viel mehr überbewertet sei, weil die Aktie jetzt bereits sich mehr als verdreifacht hat im laufenden Jahr. Was man auch sieht, ist, dass seit 2017 im Prinzip, dass da die Bewertung nochmal hochgegangen ist. Dann hatten wir zwar eine Volatilität drin, aber hier war die Aktie, also vor 2017, deutlich günstiger bewertet. Das können wir uns merken. Das heißt, wenn wir die Aktie bewerten, dann nehmen wir auch einen Bewertungszeitraum, den durchschnittlichen, erst ab 2017. Das machen wir jetzt. Jetzt kommen wir in den fairen Wert rein. Und dann hätten wir einmal hier, wenn ich es out of the box quasi auf die letzten 10 Jahre bezogen nehme, dann hätten wir so einen fairen Wert. Und ich gehe jetzt hier und sage, ich will aber erst ab 2017 haben, wo die Aktie dann noch relativ teuer bewertet war. Weil auf so günstige Multiples wie vor 2017 kommen wir vermutlich nicht mehr so leicht. So, und dann haben wir hier noch einen noch höheren, also ich habe den jetzt nach oben korrigiert, den fairen Wert sogar. Oft korrigiere ich ihn nach unten, jetzt habe ich den nach oben korrigiert. Und was wir hier dann sehen, das ist, dass tatsächlich Nvidia mit einem KGV von um die, momentan 57, aber die 57 sind hier, ja. Das ist auch, das, was hier angezeigt wird, ist der Stand auf den 12 Trading Months, beziehungsweise auf den letzten 4 Quartale. Und das hier ist bereits Schätzung auf das laufende Geschäftsjahr, was ja bald zu Ende ist. Und da sehen wir, dass die Aktie dann schon annähernd fair bewertet ist. Und dadurch, so, wenn wir das jetzt mal verbinden, dann haben wir hier ein jährliches Renditepotenzial von 37%. Das heißt, wir sind auf dem Allzeithoch bei der Nvidia-Aktie. Die Nvidia-Aktie hat sich mehr als verdreifacht im laufenden Jahr. Und trotzdem, wenn wir die Analystenschätzungen nehmen, ups, das war falsch, so, wenn wir die Analystenschätzungen nehmen, und die wird ja heftig gecovert hier, 44 Analysten, 45 Analystenschätzungen, und dann den Median daraus nehmen und dann darauf basierend den Fernwert berechnen, dann haben wir hier immer noch heftiges Kurspotenzial. Das ist natürlich alles mit Vorbehalt zu genießen, aber ich denke, das ist eine interessante Erkenntnis. Das ist also so viel also zu Nvidia, ein Investment für Überzeugungstäter, würde ich mal, und ja, an die künstliche Intelligenz etc. weiter glauben. Dann kommen wir zu Meta. Meta wird deutlich günstiger bewertet. Man sieht es sofort auch hier, alles hier im grünen Bereich, das heißt tendenziell unterbewertet auf 10-Jahresfrist. Wir sehen auch, dass die KGVs relativ günstig sind auf den Bereich Gewinne bei 21, ähnlich wie bei Alphabet. Alphabet, Meta, was haben die gemeinsam? Sind beides Werbeaktien. Also die Werbung wird relativ günstig bewertet im Vergleich zu, ich sage jetzt mal zum Beispiel Hochtechnologie, wie bei Nvidia. Gucken wir uns mal an, wie gut die Meta performt hat. Relativ stark performt auch, 180%, also fast verdreifacht hat sich die Aktie. Auch hier nochmal, nur weil die Aktie jetzt, ja, hier unten hätte man es kaufen sollen, habe ich leider auch verpasst. Nur weil die Aktie wieder so hochgelaufen ist, heißt das nicht, dass sie heiß gelaufen ist und dass sie in 2024 nicht gut laufen wird. Gehen wir in den Qualitätscheck rein und dann sehen wir hier auch schön steigende Gewinne, leichte Hang zur Stagnation. Was wir hier sehen, ganz interessant ist, die Margen sind lange Zeit gefallen, aber haben sich jetzt wieder stabilisiert, sind jetzt wieder gestiegen. Operative Marge von 29 auf 36% ist deutlich. Ich denke, wie Meta das gelungen ist, durch Kosteneinsparungen in erster Linie, weil man sieht, insbesondere bei dem Betriebsaufwand, wenn man so ein bisschen guckt, sieht man, dass er immer gestiegen ist. Von 26 Milliarden auf 34, auf 43, auf 56, auf 68. Und dann haben wir hier den Vergleich plötzlich mit den letzten 4 Quartalen, was ja schon 3 Quartale Differenz ist, und da ist er gesunken. Von 68 auf 66, also um ungefähr 1 Milliarde gesunken. Obwohl ja immer noch viel Geld gesteckt wird in das Metaverse natürlich und die Umsätze etc. weiter wachsen. Sind jetzt die Kosten nicht mehr gewachsen, sondern sogar leicht gesunken. Von daher auch dann die Margen gestiegen. Man hat also quasi die Kosten unter Kontrolle. Okay, hätte man nicht unbedingt machen müssen. Man wäre auch sonst nicht pleite gegangen. Also auch hier starke Bilanz. Meta faktisch schuldenfrei. Wenn wir uns die Multiples anschauen, dann sehen wir, dass die Aktie tendenziell immer günstiger geworden ist innerhalb der letzten 10 Jahre.
Sie waren mit dem KGV von 7 sehr günstig. Jetzt haben wir das KGV von um die 20. Und dann machen wir weiter, gehen gleich hier in die Bewertung rein und legen hier den, machen wir das, legen hier mal den bereinigten Gewinn drüber. Und ich würde mal vermuten, dass wir hier die Bewertung auch nehmen ab dem Jahr 2017, weil wir hier noch sehr hohe KGVs hatten von um die 40. Die kommen wahrscheinlich so schnell nicht wieder. Dann hatten wir hier knapp 30, nehmen wir mal hier, dann sind wir auch wieder ein bisschen auf der moderateren Seite, konservative Bewertung. Und dann zoomen wir hier rein und dann sehen wir hier sehr schön das Microsoft, warum ich immer auf Microsoft komme, das ist einer meiner Favoritenaktien tatsächlich im Depot, dass hier das Meta sehr deutlich unterbewertet war und wie ich es schon angeteasert habe, nur weil eine Aktie stark gestiegen ist, heißt nicht, dass die jetzt exorbitant teuer sei. Wir sind jetzt hier wieder beim fairen Wert mehr oder weniger angelangt. Und wir sehen dann aber hier Gewinnwachstum. Das ist auch interessant. Auf dem bereinigten Gewinn soll jetzt erstmal wieder st relativ stark anziehen, dynamisch, dann aber relativ stark abflachen auf dem hohen einstelligen Bereich. Dann nehmen wir jetzt mal die komplette hier Spanne und dann erhalten wir hier aufs Jahr ein reales Renditepotenzial von 13%. Das ist also dann irgendwo so im Bereich von Amazon, sage ich mal, niedrigeres einstelliges Wachstum. Natürlich, wie es bei Meta dann weitergehen wird, das hängt vom Metaverse ab, ganz weit in der Zukunft oder weiter in der Zukunft und vielleicht ein bisschen näher bezüglich, wie hängt es ab von der Monetarisierung von WhatsApp. Weil da haben wir ja 3 Milliarden Benutzer, aber WhatsApp wird ja momentan noch ganz schwach monetarisiert. Da wären dann WhatsApp Pay zu nennen und die Click-to-Message, also Werbung wäre das. Gut, nächste Aktie wäre Tesla. Jetzt Tesla jetzt in 3, 4 Minuten zu machen, ist eigentlich ein Witz. Aber wir können es trotzdem und wir schaffen das auch. Wenn wir uns jetzt hier mal anschauen, wie die Aktie bewertet ist, dann sehen wir hier auf den bereinigten Gewinn haben wir hier die allerhöchste Bewertung. Die haben ein KGV von über 70 auf dem bereinigten Gewinn, also noch teurer als Nvidia. Beim KUV sind sie günstiger, hat damit zu tun als Nvidia, hat damit zu tun, dass die Margen nicht so hoch sind. Allerdings sind die Margen wieder höher als bei Amazon, deshalb irgendwo zwischen Nvidia und Amazon sozusagen. Gucken wir uns gleich die Performance an und dann sehen wir, dass die Aktie year to date um 140% gestiegen ist. Allerdings, also das ist schon mal nicht schlecht, allerdings sind die kompletten Kursgewinne im Prinzip im ersten Halbjahr erzielt worden. Jetzt haben wir hier eine volatile Seitwärtsentwicklung. Das heißt, auf 6 Monate hat die Aktie die anderen Magic Seven underperformed. Momentan haben sie wieder leicht nach oben gegangen, sind wir hier bei knapp 260 US-Dollar, okay. Qualitätscheck, da sehen wir die operativen, die momentanen Probleme ein bisschen von Herausforderungen von Tesla anhand der Entwicklung der Margen, operativen Margen, die von 17% auf 10% zurückgegangen sind. Wie es weitergeht, hängt natürlich jetzt in erster Linie zusammen. Dann oder die eingebrochenen Margen hängen natürlich mit der Preisstrategie von Tesla zusammen. Wachstum nicht um jeden Preis, aber um den Preis der Marge. Tesla kann es sich leisten, weil sie sind jetzt sind ja ebenfalls schuldenfrei. Sehr starke Bilanz, insbesondere für einen Autobauer im Jahr 2018 noch mit der Pleite gekämpft und hier diese unglaubliche Turnaround-Story, die dann auch für die exorbitanten Kursgewinne gesorgt hat. Wenn wir jetzt in die Multiples reingehen und hier mal reinzoomen ein bisschen, dann sehen wir, dass Tesla Ende 2022 extrem günstig bewertet war, Größenordnung von Coca-Cola. Ich habe mehrfach darauf hingewiesen, sogar habe das auch gepostet. Gehen wir gleich in den fairen Wert rein. Dann gucken wir mal, wie Tesla tatsächlich bewertet ist, was für Potenzial wir da noch erhoffen können. Wir nehmen nicht den bereinigten Gewinn, der ist ja erst seit 2019 positiv. Der operative
Cashflow, der ist schon etwas länger positiv. Damit könnte man versuchen, die Tesla-Aktie zu bewerten. Dann zeichne ich das mal ein und man sieht, dass es schon relativ gut funktioniert tatsächlich, beziehungsweise Sinn macht, auch das Backtesting hier. Da hätten wir hier bei der Tesla-Aktie jetzt zum Beispiel eine Kurserwartung jährlich von 14% auf die nächsten 3 Jahre, was also immerhin schon mal über Meta und Amazon liegt, aber deutlich unter dem, was bei Nvidia zu erwarten wäre. Das KCV wäre dann bei um die 50, aktuelle bei 74, aber da haben wir hier, der 74 ist noch hier, basierend auf den letzten 4 Quartalen und basierend auf dem nächsten Quartal dann, also laufendes Geschäftserschätzung noch, sollte das KCV relativ schnell nach unten gehen. Was man auch machen kann, um die Tesla-Aktie zu bewerten, ist tatsächlich auch der Umsatz. Den könnte man auch nehmen. Auch wenn die Margen in der Vergangenheit sehr stark gestiegen sind, jetzt wieder etwas gefallen sind und dann wieder etwas weiter steigen sollen. Also die Margen schwanken zwar in einem gewissen Rahmen, aber tendenziell denke ich, das ist meine persönliche Meinung, dass ähnlich wie auch bei Amazon, dass sie dann tendenziell eher wieder steigen werden. Wovon hängt das ab? Natürlich von der Inflation, den Zinsen und damit auch der Rezession, was alles miteinander verknüpft ist. Wir haben ja Automobilindustrie was Zyklisches vor uns und bei diesen zyklischen Wellen, da reitet Tesla ganz oben. Das heißt, sobald es, meine Überzeugung, auch mit der Konjunktur wieder nach oben geht, auch mit der Nachfrage generell in der Automobilindustrie, dann wird Tesla überdurchschnittlich stark davon profitieren, weil die einfach auch sehr effizient produzieren mit der agilen Produktionsmethode. Und wir kommen hier, egal ob ich jetzt den fairen Wert Cashflow nehme oder fairen Wert Umsatz, beides mal im Prinzip auf denselben fairen Wert. Das heißt, wir haben da dann eine Renditeerwartung von um die 14%. Wie Nvidia würde ich mal sagen, ist auch Tesla eher ein Investment für Überzeugungstäter, vielleicht noch mehr als Nvidia, weil wir hier tendenziell es mit sehr hohen Bewertungen zu tun haben, die natürlich dann entsprechend auch gerechtfertigt sein müssen und dass, wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden, wir ein hohes Rückschlagspotenzial haben bei diesen beiden Aktien. Wovon, ich erwähne es einfach nur der Vollständigkeit halber, wird der Aktienkurs bei Tesla abhängen. Der nähere, ich denke jetzt erstmal natürlich von den Quartalszahlen, wie dies laufen werden, die werden ja bald veröffentlicht, dann von Full Self Driving 12, das komplett auf künstliche Intelligenz aufbaut, dann wie der Produktionshochlauf ist des Cybertrucks, dann ob die Pläne für das Model 2, den Billig-Tesla in Anführungszeichen, dann noch mehr in die Masse gehen kann, sich konkretisieren. Inflation, Rezession habe ich schon genannt und dann natürlich last but not least von Elon Musk selbst, ob der irgendwo über die Stränge schlagen wird oder nicht. So, wir haben jetzt komplett alle Mighty Seven in nur 2 Videos durchexerziert mit dem Fokus auf die Bewertung. Jetzt bist du dran. Welche dieser Mighty Seven ist dein Favorit? Wo siehst du sehr viel Potenzial? In welchen dieser Aktien würdest du auf keinen Fall investieren und warum? Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video, wo es dann sicherlich um was anderes Spannendes gehen wird. Ciao!